Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Buen Camino. Bei mir beginnt der Jakobsweg vor der Haustür. Nach meiner Wanderung durch Südbayern gehe ich nun den Via Jacobi von Rorschach nach Brienzwiller. Die Strecke teilt sich in den Appenzellerweg und Weg Innerschweiz mit einem kurzen Stück des Berner Oberlandweges. Mein Weg weicht teilweise vom Originalweg ab, da ich mitunter abkürze, Umwege in Kauf nehme oder unattraktive Strecken per Bus oder Bahn fahre. Der Jakobus hieß, ein Bruder des Johannes, der früh zu Jesus stieß, er folgt dem Herrn. Rorschach, Ausgangspunkt für Pilger aus dem süddeutschen Raum und dessen Jakobsbrunnen. Das Glöckchen auf dem Brunnenstock erinnert an die Jakobuskapelle, welche bis 1834 an dieser Stelle stand. Sie wird in der Pilgersaison von Freiwilligen in historischen Trachten jeweils um 11 und 18 Uhr geläutet. Mein Dank an jene, die diese Tradition hochhalten. Vom Brunnen aus geht man knapp eine Stunde durch den Ort bis zur Autobahn und begleitet vom Verkehrslärm hinauf zum Schloss Sulzberg. Von dem ursprünglichen Bau des Schlosses ist der mehr als 20 Meter hohe Turm erhalten, mit einer Seitenlänge von 10 und 3,5 Meter dicken Mauern. Mit dem Naturschutzgebiet Schloss Weiher beginnt der schöne Teil der Strecke. Vom Vogelherd bis Hinterhof fuhr ich mit dem Bus, da ich Zeitnot bekam, denn ich wollte unbedingt die Stiftsbibliothek in St. Gallen sehen, die um 17 Uhr schließt. Dann bis zum Martinstrubel, den eine gleichnamige Brücke überquert und rechts der Woldach entlang bis zum Stadtrand von St. Gallen. Städtische Vororte meide ich weitgehend, weshalb ich von St. Gallen Vogelherd bis zur Stadtmitte per Bus fuhr. In St. Gallen habe ich in der Pilgerherberge für 20 Franken übernachtet. Mit Adrie, einer sehr hilfsbereiten Hostess. An dem Tag war ich dort ganz allein. Es empfiehlt sich, dort Station zu machen, um die sehenswerte Altstadt näher zu erkunden. Der Stiftsbezirk ist seit 1983 Weltkulturerbe. Weltweit bekannt die Stiftsbibliothek. Sie zählt mit 1300 Jahren zu den ältesten der Welt. Der Bibliotheksraum aus dem 18. Jahrhundert ist einer der schönsten Rokoko-Säle der Schweiz. Der Eintritt kostet 12 Franken. Eine Ermäßigung für Pilger, wie ein Autor beschrieben, gibt es nicht. Der Bau der barocken Kathedrale dauerte ab 1755 12 Jahre. Bemerkenswert das Chorgestühl mit seinen 84 Sitzen und das Taufbecken. Die St. Laurenzenkirche konnte wegen eines Bachkonzerts nur kostenpflichtig betreten werden. Unbedingt sehenswert auch die Spießer- und Kugelgasse, entstanden ab 1650 mit seinen 111 Erkern. Ich gehe zum Bahnhof und fahre mit dem Bus nach Brucken. So spare ich mir 4 Kilometer Hatscherei durch die Stadt, auch wenn ich dadurch den Tröckner Turm nicht sehe. Die Schlucht der Sitter wird von 5 Brücken aus verschiedenen Jahrhunderten überspannt. Die vorderste von 1908 bis 1910 erbaut ist mit 99 Metern die höchste Eisenbahnbrücke der Schweiz.
dann hinauf zum Gübsensee. Wir wandern über Stein und Sand, der Schöpfung immer zugewandt. Und weiter nach Herisau, dem Tor zum Appenzeller Land. Nach dem Friedhof geht man vorbei an Appenzeller Holzhäusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Im Dorfkern das Rathaus von 1828 und die Laurentiuskirche, die leider verschlossen war. Der Turm ist aus dem 14. Jahrhundert und beinhaltet die 10 Tonnen schwere Herrgottsglocke, welche eine der schönsten Europas sein soll. Der Pilger bekommt sie nicht zu Gesicht, daher dieses Video mit dem einzigartigen Geläut aller 6 Glocken. Von der Kirche aus geht man hinunter zur Glatt. Nun beginnt der Jakobsweg so, wie man ihn sich wünscht. Ein schmaler Pfad durch herrliche Landschaft. Im ersten Abschnitt stetig ansteigend hinauf zum Sentisblick. Und jetzt erzähle ich euch was über den Sentis, denn es ist ein ganz besonderer Berg. Die Selbstständigkeit eines Berges wird durch die Scharpenhöhe gekennzeichnet, und da ist der Sentis trotz seiner relativ geringen Höhe mit 2015 Meter Schartenhöhe an 13. Stelle aller Alpengipfel. Durch seine exponierte Lage herrschen in der Gipfelregion extreme Wetterbedingungen. Er wird jährlich von 400 Blitzen getroffen. Es ist der nässeste Ort der Schweiz mit der größten je in der Schweiz erfassten Schneehöhe. Er wurde bereits 1680 zum ersten Mal bestiegen. Vergleich Zugspitze 1820. Einen Tag vor dem Nationalfeiertag am 1. August wird jedes Jahr die mit 80 x 80 Meter größte Schweizer Fahne der Welt aufgerollt. Das Einrollen einen Tag später erübrigt sich hin und wieder durch Sturm. Der Pfad führt weiter zum Risi. Hier sieht man jetzt Schwelbrunn und dahinter, das wird man auf dem Film nicht sehen, aber da ist der Bodensee. Ab Cesarin oder so ähnlich. Geht's nur noch bergab nach St. Peterzell. Das sieht man jetzt öfter, Linden vor Häusern, die vor 2-3 Jahrhunderten bei der Geburt des ersten Sohnes gepflanzt wurden. In Peterzell habe ich in Bed and Breakfast Casa Claudia um 60 Franken übernachtet. Ein herrliches Haus im Toggenburgstil. Eine Wohlfühloase. Einblendung, ein Bier mit grandiosem Geschmack. In Peterzell trafen sich schon vor 1000 Jahren drei Pilgerrouten. Jetzt noch der Appenzeller Außer- und Innerrouten. Ich befinde mich im Toggenburg, einem Landstrich aus Thur und Neckartal. Die Toggenburger waren ein hier ansässiges Adelsgeschlecht. Zur Zeit Wilhelm Tells standen sie allerdings auf der Seite der Habsburger. St. Peterzell ist ein recht anschaulicher Ort mit wunderschönen alten Bürgerhäusern. So dem Roten Haus von 1622. Wer mehr darüber wissen möchte, Film anhalten und die Infotafel lesen. So auch das Schäffle und das Bädli. Von dort Aufstieg nach Hofstetten. Mit den bedeutendsten Bauernhauseinheiten Toggenburgs aus dem 17. Jahrhundert. Weiter hinauf zum Scherer. Mit dem Gasthof Kurfürsten, von wo aus man den gleichnamigen Gebirgszug aus 6 markanten Gipfeln ansatzweise erkennen kann. Dann wieder vorbei an vielen herrlichen Bauernhäusern.
Schafe zur Linken, Freude dir winken. Mein heutiges Ziel war Zwil, die größte Gemeinde Toggenburgs. Das Klösterli, wo ich für 40 Franken übernachtete, inbegriffen ein einfaches Frühstück und Abendessen. Die Zimmer richtig schön alt und Türen mit Holzverschluss. Mit dem Zeitpunkt der Ankunft hatte ich richtig Glück. In dem Kloster St. Maria der Engel vom 17. und 18. Jahrhundert lebten noch vor einigen Jahren Kapuzinerinnen, bis es von der Bruderschaft Facenda da Esperanza übernommen wurde. Die Lebensgemeinschaft bietet vernachlässigten und suchtabhängigen Männern eine neue Chance. Im Kloster eine Kapelle und eine Kirche mit barockem Hochaltar von 1774. Vorbei an der Burg Iberg beginnt der Tag wieder mit einer Bergtour. Über Burg Halden, Schloss Wies, und hinauf zum Ladpass. Auf der Heid erreiche ich den höchsten Punkt des heutigen Tages. Dort eine Hütte mit Kühlschrank und Getränken. Nach dem anstrengenden Aufstieg hatte ich hier zum ersten Mal einen Tiefpunkt. Für was strenge ich mich so an? Warum das alles? Doch das scheint vielen zu ergehen. Deshalb Pilgerregel Nummer 9. Geh weiter. Es geht, wenn man geht. Nun wandert man auf festem Untergrund. In Oberricken erblickt man zum ersten Mal den Zürcher See. Hier verlässt man Toggenburg und gelangt in den Seebezirk. Die Schleife über Pizikon sparte ich mir. St. Gallen-Kappel hat eine recht schöne barocke Kirche von 1764. Zwischen den Häusern geht der Weg zum Abbachtobel, den eine Holzbrücke von 1830 überspannt. Erst 1972 wurde sie von diesem Viadukt abgelöst. Der Jakobsweg führt aber hinunter in den Tobel und wieder hinauf zur Jakobskapelle Neuhaus. Dann wieder ein schmaler Pfad nach Eschenbach. Aufgrund dieses Videos ahnte ich, dass Rapperswil eine wunderschöne Stadt sein muss, für deren Besichtigung man mehr Zeit einplanen sollte. Weshalb ich von Eschenbach nach Rapperswil per Bus fuhr. Rapperswil ist schon seit Jahrhunderten Durchgangsort von Pilgern. Hier trifft der Schwabenweg auf den Appenzellerweg. Am Hauptplatz wird man von Jakobsweg Lettern begrüßt. Das Stadtbild prägen Rosen. Zwischen Juni und Oktober blühen hier 15.000. Schloss Rapperswil, erbaut Ende des 12. Jahrhunderts. Daneben die neugotische Pfarrkirche St. Johann von 1882. Und die Liebfrauenkapelle von 1489. Auch sonst ein recht hübsches mittelalterliches Stadtbild.
und nicht zuletzt die tolle Lage am Zürcher See. Rapperswil ist auch der Hochzeitsort, besonders natürlich am 18.08.2018, wo ich dort war. Übernachtet habe ich in der zentral gelegenen Pilgerherberge für 20 Franken. Großes Lob den Initiatoren, die das ermöglichen. Die Strecke hat gefühlte 30 Kilometer. Noch ein Blick auf Rapperswil, bis man über die herrliche 850 Meter lange Holzbrücke geht, die 2001 erbaut wurde. Bereits vor 3500 Jahren bestand hier eine Brückenverbindung, die noch 1000 vor Christus nachgewiesen werden konnte. Auch zur Römerzeit war hier eine Brückenkonstruktion, die wohl bis zum 9. Jahrhundert bestand. 1358 beauftragte dann Rudolf IV. Den Bau einer Brücke, die aus vielerlei Gründen immer wieder zerstört und aufgebaut wurde, bis zu ihrem endgültigen Abbruch 1878 nach Errichtung des Seedamms. Die Kapelle Heilig Hüsli von 1515 ist noch das einzige Element der alten Brücke. Ab Hurden geht man links und rechts den Bahndamm entlang bis Pfäffikon. Entlang des Weges einige Schautafeln. Nach Pfäffikon steigt man auf dem jahrhundertealten Pilgerpfad hinauf zum Esselpass. Letzte Chance, Luegeten, wo man noch den Bus nehmen kann. So, und jetzt links oder rechts? Am Scheitel das Pilgergasthaus von 1759 und die Kapelle St. Meinhard von 1697. Hier lebte der Einsiedler Meinhard, bevor er nach Einsiedeln weiterzog. Bergab erreichte ich die Tüffelsbruck von 1699. Davor der Gedenkstein vom Geburtshaus des Arztes Paracelsus, den man als Vater der Naturheilkunde bezeichnen kann. Über die Brücke wieder hinauf bis Winterhorben. Noch ein Blick auf die Tüffelsbruck. Oben dann das Hochmoor Schwantenau. Da haben die Leute aber viele Sorgen abgeladen mit den Steinen. Blick auf den Silsee, den flächenmäßig größten Stausee der Schweiz. Das Galgenkäppeli ist eine Gedenkstätte und besteht in seiner heutigen Form seit 1799. Verschiedene Gedenktafeln erinnern an den früheren Richtplatz. Die zum Tode Verurteilten erhielten in der ehemaligen Kapelle ihren letzten Segen. Die eigentliche Kapelle wurde im Jahr 1810 abgebrochen. Von der Mariensäule erblickt man Einsiedeln. Kurz vor Einsiedeln die Gangolzkapelle von 1030, dem ältesten Gebäude der Gegend. Früher führte der Jakobsweg direkt durch die Kapelle. Einsiedeln. Seit mehr als 1000 Jahren pilgern Christen nach Einsiedeln, so dass sich der Ort zum wichtigsten Pilgerzentrum der Schweiz entwickelt hat. Der Mönch Meinrad lebte hier Mitte des 9. Jahrhunderts. Nach seinem Tod siedelten sich mehr und mehr Einsiedler an und errichteten schließlich das Kloster. Die heutige barocke Anlage wurde im 17. und 18. Jahrhundert errichtet. Auf dem Platz vor der Klosterfront, der 1668 fertiggestellte Marienbrunnen, dessen 14 Röhren die der 14 Nothelfer symbolisieren.
Die Klosterkirche entstand zwischen 1674 und 1735 in drei Etappen. Die Fresken und Stuckarbeiten im Inneren sind Werk der Gebrüder Asam, die wir ja aus Bayern kennen. Die Gnadenkapelle mit der schwarzen Madonna steht dort, wo Meinrad seine Kapelle gebaut hatte.